Ja, du brauchst den Platz. Thank you.
Einen besseren Abschluss könnten wir eigentlich für diesen heutigen Nachmittag gar nicht selber wählen. Es war nicht organisiert, ich sage das, das war ein spontanes Angebot und wir wären schlecht beraten gewesen, dass wir das nicht angenommen hätten. Ich finde, das war eine ganz tolle Demonstration. Neben Politik gehört sowas dazu, wir haben einen Wahlkampf verdient. Nichtsdestotrotz, der Anlass heute war ein ernster. Wir können wieder mal aus der guten Tradition, aus Erfahrung und mit unserem Engagement belegen, wenn die NPD nach Bochum kommt, wenn andere Rassisten nach Bochum kommen, wie vor einigen Monaten pro NRW, es gelingt uns immer, auch in kurzer Zeit mehrere hundert Menschen zu organisieren und zu mobilisieren, die ihren Protest zum Ausdruck bringen. Das finde ich ganz ausgezeichnet.
Und ich hoffe, dass uns das bei der nächsten Gelegenheit wieder gelingt. Ich will damit nicht herbeireden, dass Rassisten nach Bochum kommen sollen. Aber wenn sie kommen, kriegen sie die entsprechende Antwort. Wir haben Ihnen das heute gezeigt. Ich möchte auch noch mal ganz deutlich im Namen vom Bochumer Bündnis gegen Rechts sagen, ich habe mich gefreut, dass so viele gekommen sind. Und ich beende hiermit die Kundgebung.